Hallo zusammen, ich bin Yannick und ich bin im ersten Lehrjahr. Ich bin Mustafa und bin im zweiten Lehrjahr. Und ich bin Mariana und ich bin im dritten Lehrjahr. Und wir werden euch unseren Alltag zeigen in der Spida als Kaufmann und Kauffrau. Die Spida ist eine AHV-Ausgleichskasse und wir decken den Bereich von der ersten und von der zweiten Säule ab. Wir lernen die wechseln alle 3 bis 6 Monate die Abteilung und bekommen so einen guten Einblick in alle Tätigkeiten der Spida. Im ersten Lehrjahr bist du unter anderem im Mitgliederregister. Dort beschäftigst du dich vor allem mit der Aufnahme von Firmen und mit dem Beantworten von Mails. Im zweiten Lehrjahr ist man vor allem in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen und Kundenbetreuung beiträgt. Die grössten Bereiche sind Familienausgleichskasse und Erwerbsersatzordnung. Wir suchen Lernende, die zuverlässig, lernbereit, motiviert und engagiert sind. Wichtig ist dabei auch, dass man kontaktfreudig ist und gerne am PC arbeiten tut. Im dritten Lehrjahr ist man in der Abteilung Versicherungsleistungen der AHV. Zu meiner alltäglichen Aufgabe gehören Anmeldungsanträge für eine Rente oder auch für eine hinterlassene Rente bearbeiten. Ebenfalls zu meiner Tätigkeit gehören externe Telefone entgegennehmen und Mails bearbeiten. Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich, da ich Verschiedenes machen kann und auch Kundenkontakt durch die Telefone habe. Spida bietet den Lernenden Goodies an, wie eine Nichtracheprämie von 500 Franken Reka im Jahr. Und Ende Jahr bekommen wir ebenfalls ein Reka-Guthaben von 40 Franken im Monat, damit wir mit dem ÖV in die Spida kommen. Die Spida übernimmt Kosten, falls man ein Sprachdiplom machen will, und bietet uns 2-mal in der Woche Lernstunden an, die man sich selber einplanen kann. Wir hoffen, wir haben dein Interesse geweckt. Falls ja, dann bewirb dich jetzt bei uns. Wir freuen uns auf dich.